Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht's um die Defibrillation mit dem Corpuls 3. Verena, was verstehst denn du unter Defibrillation? Also ich sehe Defibrillation als eine unsynchronisierte Elektrotherapie im Rahmen von einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Also bei malignen Herzrhythmusstörungen wie zum Beispiel dem Kammerflimmern oder pulslosen ventrikulären Tachykardien. Mit dem Corpuls 3 haben wir in zwei verschiedenen Modi, einmal dem AED-Modus und einmal dem manuellen Modus, die Möglichkeit, einen Elektroschock abzugeben. Den Schock können wir einmal über die CorPatch Easy-Elektroden abgeben, die Schockpedals bzw. die Schocklöffel. Für Kinder verwendet bitte die dementsprechenden Klebeelektroden bzw. die Aufsätze für die Schockpedals. Heute beschränken wir uns auf die Anwendung der Defibrillation mit den CorPatch Easy-Elektroden. Das andere Zubehör erklären wir euch in einem separaten Video. Zum Starten des Geräts haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal ganz normal über die On-Off-Taste und dann auch über die beiden Therapietasten AED und manuell. Wenn wir uns für diese Variante entscheiden, dann hat es den Vorteil, dass gleich in dem dementsprechenden Modus gestartet wird und sich der Prozess des Hochfahrens des Geräts verkürzt. Wir möchten zunächst mit der Defibrillation im AED-Modus beginnen. Hierzu rufen wir uns den AED-Modus auf, indem wir die entsprechende Therapietaste drücken. Drücke Analysetaste. Das Gerät fordert uns nun dazu auf, die Therapieelektroden anzubringen und anschließend die Analysetaste zu drücken. Um die Therapieelektroden anzubringen, ist es notwendig, dass wir uns den Patienten komplett vorbereiten. Das heißt, dass der Oberkörper entkleidet ist, sowie enthaart und trocken. Körperschmuck, der eventuell zwischen den Elektroden liegen könnte, sollte vorher schon entfernt werden. Dann müssen wir darauf achten, dass wir die Elektroden auch wirklich korrekt positionieren. Für die anterolaterale Positionierung der Elektroden nehmen wir uns die rechte rote Elektrode und positionieren die auf der Vorderseite des Brustkorbs, auf der rechten Seite, unterhalb des Schlüsselbeins. Die blaue Elektrode wird links lateral positioniert, also auf der linken Thoraxseite, wirklich seitlich unterhalb der Achsel. Beim Aufbringen der Elektroden ist darauf zu achten, dass wir keine Lufteinschlüsse unterhalb der Klebefläche haben. Außerdem sollten implantierte medizinische Geräte ausgespart werden. Nachdem wir die Therapieelektroden nun am Patienten angebracht haben, lassen wir den Herzrhythmus durch das Gerät selber analysieren. Hierzu drücken wir die Taste Analyse. Alternativ kann auch voreingestellt sein, dass das Gerät diese Analyse bereits automatisch startet. Als Ergebnis kann entweder eine Schockempfehlung resultieren oder auch die Empfehlung, dass kein Schock abgegeben werden soll. Wenn eine Schockabgabe empfohlen ist, lädt das Gerät die eingestellte Energie auch bereits hoch und empfiehlt, eine Pre-Shock-CPR durchzuführen. Im Anschluss werdet ihr darauf hingewiesen, dass der Schock nun abgegeben werden kann. Dies erfolgt durch Druck der Taste Schock und diese auch halten, bis die Schockabgabe erfolgt ist. Das zeigen wir euch nun einmal. Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird analysiert. Schock abgeben. Schock abgegeben. Neben dem AED-Modus bietet der Corpuls 3 die Möglichkeit für den manuellen Modus. Je nach Betreiber kann es für den Anwender notwendig sein, diesen Modus in Form eines Zugriffscodes freizuschalten. Die Besonderheiten beim manuellen Modus sind einmal, dass wir selbst entscheiden müssen, ob dieser Rhythmus defibrillationswürdig ist oder nicht, welche Synchronisationsform wir wählen und welche Energie wir applizieren wollen. Diese können wir jeweils einstellen. Zum Ablauf dieser manuellen Defibrillation wählen wir einmal die Therapietaste manuell. Wir werden aufgefordert, jetzt eine Rhythmusanalyse durchzuführen. In diesem Fall entscheiden wir uns, dass wir mit 200 Joule nicht synchronisiert defibrillieren wollen. Wir laden die voreingestellte Energie. Wir betätigen die Schocktaste und halten diese und applizieren die Energie. Im Anschluss setzen wir die Herz-Lungen-Wiederbelebung fort. Dem roten Therapiefeld können wir noch weitere Informationen entnehmen. Oben rechts sehen wir die Gesamtzeit, seit wann die Therapie gestartet wurde. Darunter die Anzahl der abgegebenen Schocks. Und im kleinen Tortendiagramm die vergangene Zeit seit der letzten Analyse. Sollte sich in einer Analyse ergeben, dass kein Schock empfohlen ist, können wir das Tortendiagramm
mit der Softkey-Taste CPL fortsetzen, neu starten. Ist neben dem Corpus 3 auch ein Corpus CPL im Einsatz, so können wir die beiden Geräte mit der Softkey-Taste verbinden, konnektieren. Die Energie kann ich mit dem Drehdrückgrat auswählen und bestätigen. Neben dieser Form kann ich auch mit den Softkey-Tasten 100 und 200 die Energie auswählen. Danach kann geladen werden. Mit der Taste Sync könnt ihr aus drei verschiedenen Synchronisationsformen wählen. Autosync, Sync und Async. Das Besondere an Autosync ist, dass das Gerät eine Sekunde lang versucht, einen synchronisierten Schock abzugeben, indem es einen QRS-Komplex sucht. Findet es diesen QRS-Komplex nicht, gibt es automatisch nach dieser Sekunde einen unsynchronisierten Schock ab. Diese Synchronisationsform ist nur für die Defibrillation zugelassen. Mit der Taste Metronom könnt ihr das Metronom einmal einschalten, ausschalten, die Lautstärke verändern oder einen der verschiedenen Modi anwählen. Wie bereits erwähnt, habt ihr mit dem Drehdrückgrat die Möglichkeit, die Energievorwahl zu verändern. Habt ihr diese dann einmal bestätigt und wollt sie erneut verändern, müsst ihr zunächst eine dieser beiden Softkey-Tasten drücken oder die Therapiewahl-Taste manuell, um erneut die Energie zu verändern. Eine Schockabgabe durch das Gerät kann nur dann erfolgen, wenn die Impedanz nicht zu niedrig oder zu hoch ist. Ob das der Fall ist, könnt ihr hier in diesem Feld auch sehen. Eine zu niedrige Impedanz kann vorliegen, wenn die Haut des Patienten noch zu feucht ist, dann solltet ihr diesen nochmal abtrocknen. Oder die Therapieelektroden zu nah aneinander geklebt wurden. Dann klebt ihr sie am besten mit größerem Abstand nochmal neu auf. Sollte die Impedanz danach immer noch zu niedrig sein, empfiehlt es sich, eine neue Packung Therapieelektroden zu nutzen. Zu einer zu hohen Impedanz im Gegensatz dazu kann es kommen, wenn der Brustkorb des Patienten noch zu viele Haare aufweist, die dann entfernt werden sollten. Oder die Haut noch zu verunreinigt ist und sauber gemacht werden muss. Oder die Positionierung der Therapieelektroden falsch ist, beziehungsweise sich noch Lufteinschlüsse unterhalb der Klebefläche befinden. Dann empfiehlt es sich, diese nochmal neu zu kleben. Ben, ich würde sagen, wir fassen die wichtigsten Punkte nochmal kurz zusammen, oder? Ja, genau. An allererster Stelle steht immer eine möglichst unterbrechungsfreie Reanimation nach den aktuellen Leitlinien oder euren lokalen Vorgaben. Den Corpuls 3 könnt ihr dabei im ARD-Modus oder im manuellen Modus nutzen. Beim ARD-Modus gilt es zu beachten, dass dieser erst ab 12 Monaten zugelassen ist. Im manuellen Modus müsst ihr auf die richtige Synchronisationsform achten. In beiden Fällen solltet ihr darauf achten, dass ihr den Oberkörper des Patienten optimal vorbereitet und die Klebeelektroden auch richtig positioniert. Wir hoffen, wir konnten euch auch dieses Mal wieder sinnvolle Tipps mitgeben, wie man eine Kardioversion mit dem Corpuls 3 durchführt oder ihn im Rahmen der Reanimation mit dem Corpuls CPR verbindet, findet ihr schon in anderen Videos von uns. Für weitere Fragen, Wünsche und Anregungen runter in die Kommentare. Ansonsten drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und wir sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.